eure Videos. Hallo Gemeinde, willkommen zu Folge 297. Ich wünsche euch auch noch frohe Weihnachten. Okay, für euch ist schon irgendwo das neue Jahr, aber für mich ist heute erst der Weihnachtstag. Deswegen wünsche ich euch heute ein frohes Fest gehabt zu haben. So, aber was ist mit ihm? Was macht er denn da? Wissen wir nicht, kriegen wir auch nicht mehr raus. Ja, jetzt Eile mit Weile. Wenn er weg ist gleich, dann geht's auch hier los. Also, der ist ein bisschen verwirrt. Das merkt man kaum. So, ihr habt zwar gar nicht gemerkt, aber ich war gerade weg. Ich habe einen Abfluss sauber gemacht. Der läuft jetzt wieder. Also den Dreck habe ich hinter mir. Was mit ihm da? Mit seiner Handbewegung von wegen... Geh weg. Toll. Brixter stellt klar, ich hasse es abgrundtief und ja, ich bin da auf seiner Seite. Ja, Alter. Scheiße, oder? Ist dein Ernst? Boah, es ist doch... Das ist doch Granate... Oh, wer liegt da denn? Hüterburger dreht um. Und da der Typ nichts anderes macht als atmen, denkt er sich, ich geh mal hin. Aber der Hammer kommt jetzt. Der Typ hat sich da hingelegt, weil er angesprochen werden wollte. Denn er wollte 50 Cent für noch ein Bier. Oh Leute, das ist nicht lustig. Nicht lachen. Der Typ hat wahrscheinlich ernste Probleme. Aber mitten auf die Straße legen oder was? Damit man sich nochmal 50 Cent für ein nächstes Bier schnurren kann oder was? Also, naja, Jüterburger hat da noch eine Ansprache gehalten und hat gesagt, hau ab, verpiss dich von der Straße oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann ist er auch gegangen. Ist er auch gegangen. Es dauert noch, Moment. Ach, das dauert mir zu lange. Wir fahren 86 und hier passiert was. Der Bus schert aus. Und hier wird der weiße PKW das erste Mal indirekt ausgebremst. Wir spulen mal vor, es wird dreispurig und der Bus schert aus. Und der weiße PKW, ich kann es mir denken, denkt sich, oh. Na ja gut, wir fahren halt nur 100, so ein Bus fährt 100, 110 auf einer Autobahn, wenn es ein Reisebus ist. Und ja, der PKW, dem geht es nicht schnell genug, ne? Was das Sichttube machen hier jetzt noch bringen soll, weiß ich nicht, deswegen kommt er nicht schneller am LKW vorbei. So, weißer PKW ist angepisst, jetzt wird erstmal der Bus ausgebremst. 48 Leuten gefällt das gar nicht. Hier steht das Schild, in 210 Metern fällt die linke Spur weg. Schade, dass man aus Reflex ausweicht. Der hätte links einfach durch die Baken durchknallen müssen. Trottel. Ach ja, die automatischen Bremsungen. Ach, ich glaube, das haben sie angefangen so richtig bei LKW. Ich war ja einer, der es testen durfte, unfreiwillig. Kerl, ging mir das auf den Sack, wenn der LKW einfach so gebremst hat. Was ist denn jetzt hier los? Boah, da scheißt du dir so in die Hose, wenn plötzlich der Karren bremst. Was ist denn jetzt für eine Fehlbremsung? Naja, bei Max hat er gesagt, war es jetzt das erste Mal in 2 Jahren bei meinem LKW damals. Da war es regelmäßig, viel zu oft. Deswegen hat mich das extremst angekotzt. Aber naja, er fragt aber auch noch der Max, was ist eigentlich, wenn einem jetzt wegen so einer Fehlbremsung einer hinten rauffährt? Wer auffährt, hat Schuld, ne? Weil nicht genug Abstand oder so, ne? Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt hier los?
Man sieht doch den Bulli früh genug da hochfahren oder was? Den kannst du doch mal Platz machen. Dieser scheiß Egoismus immer, ey. Einfach zu eng geparkt, sagt Dr. 2 O'Kevin. Also die Feuerwehr kommt hier nicht mehr durch, dann wird abgeschleppt. Was blinkt denn da? Ist das ein Moped oder was? Ach, wieder eine Karre ohne Licht. Ist der Lichtschalter kaputt? Was ist hier los? Weiß es einer? Ist der einfach nur total durcheinander? Also, wieso fahren die damit rum? Wieso fahren die damit rum? Und wieso machen sie nicht wenigstens Warnblinker an? Weißt du denn, werden sie halbwegs gesehen, aber dann fahren sie auch noch komplett im Dunkeln. Also ich verstehe das alles nicht. Sind das denn alles Menschen, die besoffen sind oder mit Zuckerschock fahren oder gerade einen Schlaganfall haben oder was? Das ist doch nicht wahr. Das können doch nicht so viele kranke Menschen auf der Straße unterwegs sein. Hup mal. Danke. Das war Überholversuch Nummer 1. Versuch. Es ist nur ein Versuch. Aber trotzdem, ihr seht gleich, dem haben sie ins Gehirn geschissen, dem LKW-Fahrer. Und vergessen umzurühren. Wir sind in Österreich, da dürfen LKW 70 außerorts fahren. Angaben ungefähr, möchte ich so behaupten. Nachts dürfen sie nur 60 außerorts. So eine Sache. Wenn ich sowas sehe, dann kriege ich einen Kotzkrampf. Das sind auch keine Kollegen. LKW-Fahrer sind ja an und für sich alles Kollegen. Aber das ist kein Kollege. Das ist ein Kollegenschwein. Und es werden auch immer mehr Kollegen Schweine statt Kollegen, weil die Bedingungen halt von vorne bis hinten überall beschissen sind. Jeder hat schlechte Laune und dann hast du halt keinen Bock mehr und dann bist ein Kollegenschwein irgendwann. Also da musst du dich schon am Riemen reißen. Kein Skandal in diesem Video, sondern einfach mal ein IC07, der so ein bisschen mitdenkt, weil er da hinten ein großes Fahrzeug sieht, das viel Platz braucht und einfach mal an die Seite fährt, damit es weitergeht. Schön. Mitdenken ist ja das Zauberwort. Das können nicht mehr ganz so viele. Busfahrer bedankt sich artig. Schön. Hey, guck ja, wir sollen ja eigentlich unser Fernlicht ausmachen, wenn wir so Viechern begegnen. Und wahrscheinlich ist sogar das Abblendlicht denen zu viel. Weißt du, die laufen da so dunkel durch den Wald und dann auf einmal sehen sie Scheinwerfer und denken, ist jetzt schon Tag? Und dann sind die halt total wirtfair. Ach, guck an, die Todeskreuzung bei Nacht. Da werden sogar hier die Bürgersteige hochgeklappt. Alter, wie kann man denn nur so fahren, ne? Also fällt dir doch nichts so ein und nicht mal Christian hat gehupt. Also da kannst du mal sehen, dass, also, naja, kannst halt sehen, ne? Ich habe ja erst gedacht, weil es so geknallt hat, hätten die sich berührt, aber er ist durch diesen Gulli durchgeknallt, deswegen hat er so gerumpelt. Der kann doch nicht einfach losfahren. Bei diesem Video läufst du auch wieder weg, aber Anon hat dazu geschrieben, Mercedes hat immer Vorfahrt und er glaubt das anscheinend wirklich. Alter.
Der braucht auch nicht blinken oder so, ne? Das, wer da drin sitzt, das ist ein Übermensch. Der hält sich für was Besseres. Hier rechts fährt ein BMW vorbei. Und schaut doch mal, wer hier vorne wieder steht. Das war ja richtig knapp. Hier. FanuenfTV auf Twitch, da laufen unsere Videos rund um die Uhr. Macht's gut. Danke für eure Videoeinsendungen. Danke für euren Daumen hoch. Frohe Weihnachten nochmal gehabt zu haben. Bis dann. Tschüss.